Corona-Regeln missachtet. In Cottbus und dem Spree-Neiße-Kreis haben über 600 Menschen gegen die bestehenden Corona-Regeln verstoßen. Die meisten davon haben sich nicht an das Kontaktverbot im öffentlichen Raum gehalten, als man sich noch nicht mit Personen aus anderen Haushalten treffen durfte. Aktuell tragen viele Menschen keinen Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen oder im öffentlichen Personennahverkehr. Es wird immer noch jeden Tag in der Woche kontrolliert, in Cottbus vor allem in den Parks, an Seen und in Gaststätten. Auch hier muss immer noch der Mindestabstand eingehalten werden. Die Strafen für Privatpersonen und Unternehmen, die gegen die Regeln verstoßen, liegen zwischen 50 und 10.000 Euro. Brandenburger Spitze in Brandenburg. Am Samstag treffen sich Ministerpräsident Dietmar Woidke und die Landesregierung mit den Landräten und Oberbürgermeistern des Landes in Brandenburg an der Havel. Sie wollen den weiteren Umgang mit der Pandemie und die Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte besprechen. Die Konferenz ist das erste persönliche Treffen seit April. Wasserpumpen aus der Spree wird verboten. Die Wasserentnahme aus allen Oberflächengewässern der Stadt soll untersagt werden. Das geht aus der Einschätzung des Landesamtes für Umwelt hervor. Die Stadt Cottbus als untere Wasserbehörde wird dazu in dieser Woche eine Allgemeinverfügung erlassen. Einzelne Ausnahmen können in besonderen Fällen für Anlieger erteilt werden. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit kann die Spree nur noch sehr wenig durch die sächsischen Speicher gestützt werden. Außerdem werden die Bürger dazu aufgerufen, auch mit Grundwasser sparsam umzugehen. Verstöße können mit bis zu 50.000 Euro Bußgeld geahndet werden.